vor ungefähr 15 Jahren war unsere Familie in einen Vorfall verwickelt. Da war ein Mann, er hat das Leben unserer Mutter ruiniert. Ruiniert? Danach verschwand sie. Viele Jahre später verkündete meine Schwester, dass sie Anwältin werden wollte, verließ den Berg. Also, Sie leben alleine. Ja, ich habe mich dran gewöhnt. Nun ja, ich musste selbstständig werden, oder ich hätte meine Kräfte verloren. Sie tut mir leid, so alleine oben in den Bergen. Sagen Sie, wer war dieser Mann, der Ihre Mutter ruiniert hatte? So etwa vor 15 Jahren, da gab es einen ungewöhnlichen Mordfall. Er verursachte große Wirbel. Beinahe jeder sprach darüber. Die Polizei trat auf der Stelle und verzweifelte fast. Moment, die haben doch kein Medium eingesetzt, oder? Die Polizei überredete meine Mutter, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen. Wow. Und was ist dann passiert? Der Fall wurde gelöst, dachten wir. Sie dachten? Der Mann, den meine Mutter überführen half, war unschuldig. Die Zusammenarbeit der Polizei mit einem Medium wurde natürlich geheim gehalten. Aber ein Mann fand heraus und verriet es der Presse. Er erzählte den Medien, dass meine Mutter eine Lügnerin sei, und sie stürzten sich drauf. Meine Mutter wurde zum Gespött des ganzen Landes. Ich verstehe. White. Entschuldigung, White? Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. White. Dann dauert es wohl nicht mehr lange, bis ich einen Pflichtverteidiger kriege. Schon 16 Uhr, die Zeit ist um. Was soll ich tun? Soll ich sie ja sitzen lassen und nach Hause gehen? Mach das, geh nach Hause. Scheiß drauf. Muss verrecken Schade. nicht. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie verteidigen, ob sie wollen oder nicht. Warum? Warum? Nun. Weil ich Sex mit ihnen haben will. Ich meine. Sie waren es nicht. Jemand anders hat es getan. Woher wissen Sie das? Es ist so ein Gefühl. Angesichts der Beweislast würde ich eher schwer fallen, Maya für schuldig zu halten. Nicht schwer fallen. Ja. Aber irgendwas ist faul an der Sache. Das seltsame Verhalten dieser Zeugin, war das nur gespielt? Ich habe Tippen. Und die Art und Weise, wie dieser Anwalt sich weigerte, Maya zu helfen. Aber vor allem hat sie sonst niemanden, der ihr hilft. Niemand ist trauriger oder einsamer als sie. Ich weiß das. Ich stand auch schon einmal alleine da. Das ist lange her. Warum bin ich Anwalt geworden? Weil jemand sich um die Leute kümmern muss, die niemanden an ihrer Seite haben. Maya, ich lasse Sie nicht im Stich. Sie können auf mich zählen. Das ist so lieb von. Gut. Dann lassen Sie uns das hier mal durchstehen. Und Sie hier rausholen. Ja, einverstanden. Vielen Dank.
Wow, sie lächelt endlich. Sie sieht wie gleich wie eine völlig andere Person aus. Eine letzte Frage. Sie sind unschuldig, oder? Ja! Und ich vertraue Ihnen. Und Sie vertrauen mir auch, okay? Abgemacht. So, wie geht es weiter? Da ist etwas, das ich mich schon lange, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Bla. Was war in der Schublade dieser seltsamen Frau? Als sie versuchte hineinzusehen, wurde sie nervös. Da muss etwas drin sein. Lass uns doch mal kurz das Handy prüfen. Haben wir schon. Sehen Sie mal, ich habe Ihr Handy bekommen. Oh, sagen Sie, kann ich wohl die Stimme meiner Schwester hören? Maya schloss die Augen. Sie lauschte den Worten aufmerksam. Es dauerte nicht lange. Dann kullerten Tränen über ihre Wangen. Danke. Ich hasse die Theme. Es ist aber auch schon ein trauriger Fall. Entschuldigung, so etwas hab ich noch nie gesehen. Also, naja. Die Standardleier. Also, die brauchst du nicht vorlesen. Okay. Damit können wir nichts anfangen. Der Denker, Lass uns doch mal gucken, was sie dazu zu sagen hat. Ich wollte sie noch bezüglich der Mordwaffe fragen. Arme Schwesterherz. Vielleicht frage ich sie jetzt nicht danach. Oh, siehst du, da hast du die Antwort. Jedem, den ich sehe, halte ich meine Mark unter die Nase. Bla 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 bla. Mädchen, deine Schwester ist Anwältin. Wenn du sowas noch nicht gesehen hast, dann weiß ich, dass sie ein Fake ist. Sie war Anwältin. Ja, aber sie hat auch eine Marke. Gehabt. Tja, ja. So, ich denke mal, für heute haben wir eigentlich relativ gut was aufgenommen. So, wir haben um 8 angefangen, jetzt haben wir gleich 19:15. Ja, das gibt mal wieder ein paar gute Parts. Ja, Mann! Oh Mann, ein paar Parts, in denen wir nichts erreicht haben, außer viel Gequassel und Pornos. Nein, mein Lieber. So, wir werden an dieser Stelle dann ein Safe State setzen und beim nächsten Mal weitermachen. Auf Wiedersehen, Leute. Winke, winke. Bye-bye.